Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zu Habbo Hotel. Ja, ein weiteres Let's Play, was in die Unendlichkeit gehen wird. Mit mal mehr, mal wenigen weniger Pausen. Aber ja, ich hatte irgendwie Bock drauf und ich denke mal, die Folgen, die späteren Folgen, wird auch noch jemand anderes mitmachen. Ich weiß nicht, ob es halt Geschmackssache des Spiels. Ich kann hier erstmal mein monatliches Clubgeschenk abholen. Ich bin im Club heute beigetreten, ja. Ich durfte, oder beziehungsweise dieser Butler, der immer reinkommt, den kriegt man ja immer täglich, kriegt man ja immer so eine Belohnung. Und ich darf mir jetzt was aussuchen. Ich nehme den Wassermann. So. Die Währung ist hier diese hier, die Ducats, mit den Ducats, früher gab es ja nur Taler, glaube ich, mit den Ducats kannst du dir auch irgendwelche Sachen kaufen. Keine Ahnung, ob es die schon immer gab. Auf jeden Fall darf ich jetzt meine Wassermann-Statue hier platzieren. Ist das nicht wunderschön? Ich drehe das mal. So, was haben wir hier noch? Was ist das? 2-Jahres-Krone. Da könnt ihr mal sehen, wie lange ich diesen Account schon habe. Früher tatsächlich auch schon mal. Okay, ich kann das auch verwenden. Darf ich mir. Lol. Okay. Geil. Ja. Auch oh, meine Pension. Das ist mein kleines Häuslein. Wir könnten mal im Shop gucken. Irgendwo ist der Shop. Ja, hier. Flohmarkt. Wo ist denn der Ducats Shop? Möbel. Talermöbel, Innenmöbel, Stühle. Ich bräuchte mal einen Tisch. Kosten alle Ducats. Habbo Games, Habbo Gruppen. Wo ist denn, also der Typ meinte, ich soll auf jeden Fall hier mal suchen. Irgendwie finde ich da aber gerade nichts. Keine Ahnung. Gut, ich denke mal, wir werden jetzt mal irgendeinen Raum betreten. Alle Räume. Was kann man denn Schönes mal machen? Kaffeehaus, Talershop. Wir gehen mal ins Kaffeehäuslein. Ja, was ist Habbo Hotel eigentlich? Habbo Hotel ist ein virtuelles. Würdest du Habbo deinen Freunden empfehlen? Ja. Krieg ich dafür jetzt irgendwas? Keine Ahnung. Was ist die wichtigste Verbesserung, die du uns empfehlen könntest? Bessere Engine. So. Ja, hallo, herzlich willkommen im Coffee Shop. Ich gehe mal hier vorne hin und sag mal Bescheid, dass ich Kaffee haben möchte. So ein bisschen so Roleplay ausgelegt hier, ne? So. Ich hätte gern Kaffee. Ich habe mir einfach einen Kaffee genommen. Ich setze mich jetzt hier neben dem schlafenden Typen hin und schlürfe erstmal meinen Kaffee. Ja, du kannst halt mit den Leuten ein bisschen interagieren. Man kann ja ein bisschen sein Leben chillen. Ist jetzt nicht das Spannendste auf der Welt, aber es ist halt einfach witzig. Zumindest damals als 13-Jähriger. Ja, hier, ja, der Marco-Boy. Alter, nach 7 Jahren wieder drin. Haha. Ich fühle mit dir. Nach 10 Jahren wieder drin. Ich habe ja zwischenzeitlich mal gespielt, aber das letzte Mal war ich vor 10 Jahren online. Das ist so geil. Ich schlürfe jetzt erstmal meinen Kaffee aus, dann gucken wir uns direkt mal weiter um.
Wenn ihr wisst, wo ich mir genau diese Sachen im Shop kaufen kann, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden. Darf ich hier rein? Das ist ein Klon, ne? Das ist eine Toilette. Darf ich da rein? Doppelklick drauf. Geh rein da. Oh. Ist das eine Toilette? Wo zur Hölle bin ich denn gelandet? Ich glaube, ich werde das Spiel ein bisschen ranzoomen, weil es ist ein bisschen hart, klein und so. Und Alter. Was ist das hier? Ist das ein Wartezimmer mit Klo oder was ist das hier? Jetzt wird's voll. Jetzt gibt's Ärger. Ich will aufs Klo gehen. Lass mich mal hier rein. Muss Klo. Ich habe meinen Humor nicht verloren. Eine braune Seele will er also. Ja, eine braune Scheißseele, ja. Oh mein Gott, ey. Die Leute. Oh mein Gott. Ganz schnell wieder raus hier. Ja. Wohin gehen wir jetzt? Wir gucken uns mal weiter um. Oh, Jobs mit bis zu 100 Taler. Das hat ja früher mal gelockt, ja, weil Taler sind halt, ist halt so die Premium-Währung. Konntest du damals mit ganz viel Geld holen. Ja, ganz viele Sachen. Willkommen in der BLB. Wenn du einen Job suchst, wende dich bitte an einen Mitarbeiter in der Theke. Entschuldigung. Lol. Ich glaube, das kenne ich noch. Gab es das vielleicht früher schon mal? Kann das sein? Setzen wir uns mal hin, komm. Ich habe zwar schon einen Job als Krankenpfleger, aber macht ja nichts. So. Bewerben wir mal uns um einen Job. Sunny Selina schreibt: Moin, wie kann ich helfen? Tach, tach. Hätte gerne einen Job. Der Raum ist wieder komplett ausgefüllt. Das war ja der vorherige nicht, ne? Deswegen weiß ich nicht. Soll ich zoomen? Soll ich nicht zoomen? Bisschen klein, ne? Aber müsste ein bisschen im Vollbild oder so gucken. Okay, dann schreib als erstes BLB, Soldat in dein Motto. Oh Gott, mach ich. BLB, Soldat. Huch, oder? Ich wollte weglaufen. Hat es jetzt gesaved? Wollen wir mal tanzen? Dann tritt der Gruppe bei uns favorisierst. Nein. Das letzte, also Leute kennen sich ja echt teilweise aus, ja? Mal vor 10 Jahren gespielt. Ach, und wenn man gelobt wird, weiß ich nicht, dann ist man wichtiger als andere Personen. Ich weiß nicht mehr, wofür wurde das Lob da, aber höher gerankt, ich weiß nicht. Okay, also klickst du auf den Banner am Eingang. Beitreten. Gruppe beitreten. Was? Oh, hab ich.
Hab. Black Legend Bundeswehr. Die Black Legend Bundeswehr, ehemalige Black Bundeswehr, ist die größte und älteste Jobzone Army, die es noch in Hamburg gibt. Hier. Beitreten lohnt sich. Seit 2008. Ja, dann bin ich damals wirklich hier drin gewesen, Alter. Tschüss. Gut, dann öffne dein Profil. Da gehst du dann unten links bei den Badges auf Herz bei Profil. Oder bist du am Handy? PC. Das ist heftig, ja? Also, krasse Sache auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen überfordert, Leute. Ja, dann war es richtig so. Erstmal lachen, ist dann erstmal lachen. Wie mache ich das jetzt? Ah, okay. Alter, das ist kompliziert. Ist die Scheiße kompliziert? Die Black Legend Bundeswehr. Dann setzt dir doch ein dunkelgraues aus. Richtig. Möchtest du gleich einführen? Jo, 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 jo. Bitte lass mich hier rein, ich will zur Bundeswehr. Huch. Okay, Versuch. Okay, danke. Ah, Sunny Celine kriegt vorhin auch ein Lob. Wo kann man die Leute mal loben? Wo lobt man diese Leute nochmal? Lob, ach so, hier, guck mal, da. Einfach mal dafür loben, dass sie sich so viel Mühe gegeben hat, die Gute. Und nun. Dunkelgraues Barett aufsetzen. Oh Gott, uff. Mein Profil. Ach, Outfits, ne? Outfit wechseln. Oder ist das Badget? Och, Leute, die fordern mich hier. Es muss ja irgendwo hier sein. Erstmal eine Mülltonne aufsetzen. Wie geht die Scheiße? Wie mache ich das? Keine Tüte. Ich mir so eine Tüte aufgesetzt. Scheiße, ey. Lol. Man merkt, ich bin vielleicht heute gut drauf. Es muss auch irgendwo dabei sein. Bei die Mütze auswählen.
Ist das eine stinknormale Mütze oder wie verstehe ich das? So ein Kasperlehut. Wo ist das denn? Ah! Hab's gefunden! Nice! OMG, ich penne hier gleich ein. Dunkelgrau. Oh Mann, jetzt hat die auch noch extra Wünsche. Oh, ich kotze einen Strahl. Ich kotze einen Strahl. Dunkelgrau. Ah, das ist hellgrau, ne? Was für Fail. Was hat denn der Fahrer? Ey, tut mir leid, ey, ich bin nicht so gut hier. Ja, und? Darf man mal als nicht müde sein, oder was? MD, ach so, lol. Ganz recht, Siemens. Lass mich in Ruhe. So. Dann komm jetzt durch die Schleuse. Ich will durch die fucking Schleuse. Hallo? Ich will hier rein. So die Schleuse, ja? Bist du richtig, ne? Also ich nehme jetzt schon 17 Minuten Abo-Chat auf. Ah, und jetzt bin ich hier, jetzt kriege ich dann Geld oder was? Das ist ja heftig, Wolwig. Auf einen Roller klicken. Oh, Alter, direkt umgezogen. Ich bin bei der Bundeswehr. Doppelpunkt zwischen BLB-Soldat. BLB und Soldat. Oh, was haben die denn hier für Ansprüche? BLB. Doppelpunkt. Alter, die chillen hier ihr Leben. Guck dir das mal an. Die chillen hier ihr Leben. Lass mich rein hier. Nein, in dein Motto. Ach so. Hab ich schon gemacht. Oh, jetzt. Jetzt. Komm rein. Ja, Mann. Kannst du bitte tanzen stoppen? Danke. Ich fliege hier gleich wieder raus. Okay. Alles klar, Leute. Gut. Oh. Herzlich willkommen bei BLB. Danke, Buba. Ich habe ein Herz gemacht. Ich werde dich einführen.
Okay, na gut, das tun wir uns mal an, Leute. Und dann muss ich aber auch echt erstmal. Dann beende ich die Aufnahme. Unsere Hauptaufgabe ist es, hier an der Theke zu sitzen und neue Soldaten einzustellen. Alles klar. Auch die Sunny geht erstmal weg, aber danke, Sunny. Es ist wichtig, dass an der Theke, dass du an der Theke aktiv bist. Also bitte den ZZZ vermeiden. Jo. Alles klar, dann denke mal, so in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen unseren Job nachgehen. Du kannst es vermeiden, indem du jede 3 bis 4 Minuten auf Enter eingibst. Enter eintippst und dann absenden. Okay. Wenn du einen neuen Soldat einstellst, musst du auf Motto, Badges, Beret und Uniform Arbeitsklamotten achten. Okay, Leute, okay. Wenn es mal dazu kommt, dass du AFK gehen musst, dann, jetzt kommt's. Okay. Ist das hier der AFK-Raum, oder? Kann ja mal schneller schreiben, Leute, ey. Dann betretest du den Raum hier, AFK-Raum. Bin mal zocken, Baby. Geil. Und setzt dich auf einem Sessel. Oh. Okay, geportet. Bitte achte darauf, dass du hier nicht einfach rumsitzt. Alles klar. Ja, alles verstanden. Danke. Ich beende erstmal mein Video und bin erstmal off. Bis dann erstmal. Okay, weiter dann. Oh, da ist er noch nicht fertig, der Typ. Das gibt's nicht. Was will der denn noch von mir? Hier. Hier und. Hier und hier ist verboten. Wo ist der denn hin, Alter? Drauf zu sitzen. Ach, da unten. Netter Guy auf jeden Fall. Ach, der wäre jetzt die nächste Kundschaft. Das müssen wir dann machen, dann die Tage irgendwann. Machen wir dann die Tage irgendwann, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass die Scheiße so lange dauert.
Dieser Gang ist für die AB-Ausbildung. Der jeden Tag zwischen 12 und 22 Uhr stattfindet, im 2-Stunden-Takt. Okay, muss ich da mitmachen oder was? Das Lohnvergabe findet auch in diesem Gang statt, jeden zweiten Samstag um 18 Uhr. Okay. Also musst du hier irgendwie Schlange stehen oder so? Also Samstag 18 Uhr müssen wir auf jeden Fall irgendwie da sein. Deine Lohnvergütung hängt von deiner Aktivität ab. Je aktiver du bist, auch es ist besser. Oh. Ich glaube, das wird ein halbes Stunden Video. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt machen, aber bleibt nicht aus. Dann gibt es mir ein etwas längeres, umfangreicheres Video. Deine Arbeitszeit bestimmst du selber, kannst kommen und gehen, wann du willst. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges? Falls es mal dazu kommt, dass du zur Lohnvergabe nicht kommen kannst. Ah, jetzt kommt's Wichtige. Ja, die Regeln und wie salutieren geht. Okay. Okay. So, Leute. Das schreibt er direkt hier, der Tim. Leute, die noch über Habo-Videos machen. LUL. ist, glaube ich, ausgestorben, oder? Ich weiß nicht. Ich habe generell auch bis jetzt nur 2 Videos über Habo gemacht. So, machen wir weiter. Alles klar, okay, noch habe ich ein bisschen Speicher. Warum stand da gerade Japan? Warum habe ich Japan geschrieben? Wenn es mal dazu kommt, dass du zu Luna nicht kommen kannst. Dann gibst du den Lohnscouter Person Bescheid. Was soll das denn in den Lohnscouter-Personen? Wenn du dort in Klammer LS steht. Oh, der Gründer.
Das ist der Gründer. Das ist heftig. Erstellt. 2009 hat er sich erstellt. Uff. Oh, das ist auch Gründer. Das ist interessant, ne? Der hat sich 2011 erstellt. Boah. Verdammt, irgendwas ist ständig mit meiner scheiß Tastatur los. Google. Ich weiß nicht, was Sebastian da schreibt. Alles gut. Bin erstmal weg. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war es erstmal mit einer Folge Habbo Hotel. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter dann. Und gucken wir mal, was das Spiel noch so bringt. Also, bis dann erstmal, ne? Macht's gut. Tschüss.